Hallo und herzlich willkommen. Ich bin in einem absolut schönen Ort, den ich Ihnen zeigen werde. Es ist in der Schweizer Alpen. Es war sehr schwierig, hier hochzugehen. Schau, ich komme von dort ganz nach unten und es fällt mir wirklich schwer, hochzugehen. Es ist sehr steil. Ich halte alle 5 Minuten an, um etwas zu trinken und mich auszuruhen. Ich denke, es ist Magie, die Gebirgslandschaften und so weiter. Also, hier sind wir endlich oben. Es hat sich wirklich gelohnt. Schauen Sie mal. Und tut mir leid, ich weiß, dass mein Deutsch ist nicht perfekt. Langes Hangebrücke der Welt, Baujahr 2017. Also, endlich hier oben. Schauen Sie diese wundervolle Landschaft an. Diese Brücke ist also 494 Meter lang. So in 2017, es ist der Langes Hangebrücke der Welt. Es freut mich sehr, hier zu sein. Ich bin jetzt auf der langsten Brücke in der Welt, fast 500 Meter lang in der Schweiz. Und ich werde das jetzt auf die andere Seite gehen. Früher, es war genannt als Europaweg. Hallo, grüß dich. Ja, danke. Ich hatte wirklich Glück mit dem Wetter. Es ist heute wirklich ein wunderschöner Tag hier draußen. Die Brücke bewegt sich ein wenig. Schauen Sie mal. So, diese Brücke ist am höchsten Punkt 85 Meter hoch. Und am niedrigsten 65 Meter. Es soll in der Lage sein, bis zu 250 Personen darauf zu halten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das überprüfen können, da hier niemand ist, der zählt, wie viele Personen darauf sind. So, es ist ein bisschen... seltsam. Kann man das sagen? Ich bin nicht sicher, aber sowieso. So hoch sind wir also. Und es ist kostenlos hier zu kommen, aber es ist so weit oben, 2,5 Stunden hier hochzukommen, dass ich habe gesehen, Leute auf dem Weg, die sich umdrehen. Schauen Sie an, wie das gebaut ist und sagen Sie dann mir, ob Sie glauben, dass Sie würden darauf vertrauen, darauf zu gehen. Ich vertraue das schon. Aber ich habe keine Angst vor Heights. So. Schauen Sie mal, wie schön das ist. Oh, es ist so wunderschön. Ich liebe das. So, hier, ich bin auf der anderen Seite der Brücke. Schauen Sie mal. Es ist hier auch ganz schön. Und diese Brücke ist so lang, dass wir können nicht mal auf die andere Seite sehen. So, wir sehen auch nicht, wenn es gibt jemand auf... die andere Seite, so, ich weiß nicht, wie die können sagen, ob es gibt 250 Leute auf den Brücke oder nicht, weil es ist ein bisschen schwer zu sagen, wenn jemand so der Brücke anschaut, aber sowieso, so geht das. Sie können von einem Dorf namens Randa heraufzukommen, das 1406 Meter hoch ist. Und diese Brücke ist 2080 Meter hoch. So, um hierher zu kommen, müssen Sie 674 Meter hochklettern. Hin und her, es ist insgesamt 9,4 Kilometer lang.
Schauen Sie da drüben, es ist nicht sehr gerade. Ich fand das seltsam, aber naja. Sie können auch sehen, dass es ist sehr schwierig, einander vorbeizukommen, da die Brücke ist nur 70 Zentimeter breit ist. So, es ist wirklich nicht breit. So, ich werde probieren mal Ihnen zu zeigen, wie es ausschaut. 70 Zentimeter breit. Schauen Sie mal hier. Und also es ist ein bisschen schwer zu zeigen, aber ja, Sie können sehen, dass für eine Person es ist okay, aber für zwei Personen es ist ein bisschen schwierig. Ich genieße diese erstaunliche Aussicht wirklich sehr. Schauen Sie. Wow. Amazing. Und hier und zurück, ich bin fast 1 Kilometer gegangen. Es war ganz, ganz schwer, hier oben zu kommen. Gibt viele Insekten oder also die fliegen überall und die können an mich und alles. Also ich mag das nicht. Sonst, es war wunderschön und wenn Sie können, dann sollen Sie auch hier in die Schweiz und diese Brücke zu besuchen, weil es ist wirklich wunderschön. So, manche Männer machen das auch mit Kindern. Wenn sie haben Kinder, die können sehr viel zu Fuß gehen. Also ich denke, dass es war mehr als 2 Stunden und es geht sehr hoch. So, wenn sie haben Kinder, die das schaffen können, dann es ist gut, das mit den Kindern zu machen. Ich habe Kinder gesehen hier. Aber ich denke, dass alle Kinder schaffen das nicht. Aber es ist sehr schön. Wenn ich unten war in Randa, die Dame hat mich geschaut und sie hat meine Schuhe geschaut und sie hat gesagt, naja, es wäre besser mit Sportschuhen. Naja, aber ich hätte das nicht mitgenommen. So, ich hätte nur diese Schuhe, was ich habe hier. Das ist nicht so gut, aber ich hätte gerne nichts anderes. Und sie hat gesagt, wenn sie nach oben gehen, sollen sie sehr, sehr viele Wasser mitbringen. Ich habe gedacht, naja, aber sehr, sehr, sehr viel Wasser ist sehr schwer. Und oh. Mit diesem Fotoapparat, das ist auch schon fast 2 Kilos. Ich wollte nicht sehr, sehr schwer Dinge sonst noch mitbringen. So, ich habe nur eine Flasche Wasser mitgebracht. Und ich muss sagen, dass es war nicht genug. Weil ich war nicht ganz oben, dass ich hätte nicht mehr Wasser. Und ich bin jetzt sehr durstig. Naja, so wenn Sie hier kommen, ich denke, dass Sie sollen sehr viel Wasser mitbringen und gute Schuhe. So, hier ist ein Timelapse von meinem Weg nach unten. Ich hoffe, dass dieses Video hat Ihnen gefällt und ich werde bald ein neues Video machen. Und ich hoffe, dass mein Deutsch ist ein bisschen okay. Tschüss.